Willkommen, Freunde, zurück bei Mordor Schatten. Wir sind gerade hier und wir gehen mal direkt da zum Hauptmann. Würde ich mal sagen. Was war das? Gar nichts. Ich hab dem Hauptmann gesagt, wir müssen lernen, Grauks zu reiten. Wenn der Graf Fantasie reiten kann, dann können wir es auch. Grauks sind zum Trennen und nicht zum Reiten da. Du wirst schon sehen. Den nächsten, den ich sehe, springe ich auf den Rücken. Der ist auch auf 12 ist der, ach du Scheiße. Die Hybris kommt in gezähmter Gestalt. Befreie die Karagor des Häuptlings und offenbare seine Torheit. So, öffne 3 Käfige. Drum haben die nur kurz gesehen und es schreien wie alle Bleiche und davongerannt. Diese Schande wird er nicht lange überleben. Nummer 1. Der dritte, okay. So. Da hinten ist er jetzt. Na gut. Was war das? Okay, da ist er. Hi. Guru, den Kura von Lidlat. Erleidet Schaden durch Fernkampfangriffe, perfekt. Erleidet Schaden durch Explosionen, auch gut. Ah! Der ist natürlich immun. Entkommen! Dank der Schatten! Jungkopf! Zu langsam! Hey! Hey! Diese Karagor waren meine Verantwortung. Und du hast alles kaputt gemacht! Oh! Zerschmetter ihn!
ganz allein. Hier im fahlen Licht des Mondes. Das muss mein Glückstag sein. Ich werde deinen Kopf zerschneiden. Wird es auch dieses Mal nicht. Was war das jetzt? Was will der denn? Wer war das jetzt? Das hat immer dann gleich so viel Zeitverschwendung. Sein hättest mich in Ruhe lassen sollen. Ah, und dann steigen die alle erstmal wieder schön auf. Ich glaube, das müssen wir uns nicht angucken. Klappe. Diese schwarzen Hauptmänner haben dich gerufen. Was weißt du über sie? Sind sie Menschen oder Dämonen? Sie waren einst Menschen, doch jetzt sind sie zu Menschengestalt, manifestierte Erscheinungen der Macht des dunklen Herrschers. Seine Bösartigkeit, sein Blendwerk und sein Verlangen nach Macht. Selbst wenn sie die besessen, haben sie keine Anführer, die sie befehligen könnten. Ihr größter Fehler ist es, Gnade zu zeigen. Gnade bedeutet Schwäche. Und tschüss. Schon interessant, was die manchmal alles so reden. Irgendwie. Naja, egal. Wir versuchen es einfach nochmal. Na komm. Ich will häufig sein. Er will direkt mit Teufel. Er will direkt Teufel sein. Mhm. 14. Er ist schon da, okay. Ich muss mich mal kurz an das Ziel setzen. Hi. Waldläufer! Was ist das? Oh, da kommt viel Ärger auf mich zu und wie? Du! Mein Herr wird dir keine Gnade gewähren.
Genauso wenig wie ich. Friss Schrak und stirb, Bleichhaut! So. Der erste ist schon mal weg. Du hast keine Chance! Ich tue zu! Versuch es nochmal! Menschenhaut! Überlass ihn mir, mein Herr! Torzhäuter. Ich werde ihn winseln lassen! Wir schleifen deine Leiche nach Serigos und knüpfen sie dort auf! So, das war Nummer 2. So. Denkst du, ich wäre so dumm? Wo sind alle? Nein! Nein, nein, nein! Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Nein, heute nicht! So geht's nicht. Jetzt hau ich erstmal wieder ab. Ich brauch ein bisschen. Puh. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie ich den jetzt. Nein! Och. Immer wenn du wieder auftauchst, töte ich dich! Langsam wird's langweilig. Wie soll ich den denn töten können? Das gibt's doch gar nicht. Fernangriffe funktionieren nicht. Ihn so angreifen geht nicht. Ihn erst betäuben und dann platt machen geht nicht. Und warum steigen die jetzt alle wieder auf? Wir haben die alle platt gemacht. Unsere Gegner sind Gefangene zwischen dem Schrecken des dunklen Herrschers und dem des Grabwandlers. Sie sind voller Verzweiflung, sich in der Dunkelheit zu verlieren und haben Angst davor, vom Licht aufgespürt zu werden. Ich habe gehört, der Tragwaldläufer sei doch gesehen. Das hört sich nicht gut an. Auf Wiedersehen. So, einmal probiere ich das noch und sonst, mal gucken. Auch schon 11.
Und eine Menge Menschen dort. Langweilig wird es uns sicher nicht. Richtig. So. Letzter Versuch für diesen Part. Es ist schon 15. Aber diesmal ist er alleine, ja? Die anderen sind ja schon tot. Ja, sehr schön, deswegen alleine. Ich habe noch keine Kämpfe erlebt. Jetzt wird es Zeit für einen richtigen Krieg. Du kannst nicht mal tot bleiben, wenn ich dich töte. Nö. Ich töte dich selbst, wenn ich muss. Ich erinnere mich an dich. Glaubst du, ich hätte Angst? Allein. Das kann doch nicht sein. Ich kann ihn nicht hinrichten. Ich sollte dir einen Gefallen tun und dich einfach töten! Gotcha! Was war das jetzt? Gotcha! Das war's, okay? Und noch stärker ist er. Zu Ende sein. Gut, vorher ich würde sagen, das war's für heute. Halt die Klappe. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich sage erstmal bis dann und ciao. Auf jeden Waldläufer, der auf dem schwarzen Tor starb, kamen Dutzende Uruks, die ich tötete. Und doch ist mein Schmerz gleich geblieben. Vergeltung lindert nicht den Schmerz. Sie erhält den Schmerz. Für die Ewigkeit. Willst du ihn loswerden? Ja.